Wenn du wissen möchtest, wie ich in 2 mega einfachen Schritten eine so schöne Augenbraue zaubere, dann bleib einfach dran. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Jacqueline und auf meinem Kanal dreht es sich hauptsächlich um Körperwahrnehmung, darum, wie wir es schaffen, uns in unserem Körper einfach wohlzufühlen. Und heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ich werde nämlich sehr, sehr häufig von euch auf meine Augenbrauen angesprochen, also auf diese kleinen Teilchen hier in meinem Gesicht. Denn scheinbar habe ich es geschafft, was zu finden, was mir und meinem Gesicht sehr schmeichelt und eben eine Methode gefunden, mit der ich super, super schnell und super einfach meine perfekte Augenbraue zaubern kann. Ihr seht, ich habe jetzt mein restliches Make-up einfach schon fertig gemacht. Normalerweise mache ich diese Schritte ein bisschen anders, also Augen oder Lippen würde ich am Schluss machen. Aber damit ihr jetzt einfach nur sehen könnt, wie ich meine Augenbrauen in Form bringe, habe ich meine liebsten Produkte mal hierher gebracht und ich bin super, super happy, dass ich für dieses Video mit Benefit zusammenarbeiten darf, denn seitdem ich Augenbrauen habe, also seit einigen Jahren, früher waren die ein bisschen dünner, aber das kennt ihr wahrscheinlich noch, benutze ich immer schon dieselben Produkte. Mein absolutes Holy Grail Produkt für meine Augenbrauen ist der hier. Das ist der Precisely My Brow Pencil von Benefit. Ich liebe den deswegen so sehr, weil er 2 Enden hat. Auf der einen Seite ein Bürstchen, für mich unwahrscheinlich wichtig. Ich kann keinen Tag außer Haus gehen, ohne meine Augenbrauen zu kämmen. Das finde ich fast noch wichtiger wie Haare kämmen. Und auf der anderen Seite haben wir eben einen super, super dünnen Stift, mit dem man einzelne feine Härchen nachzeichnen kann, was ich sehr schön finde, weil es einfach super natürlich wirkt und man nicht die ganze Augenbraue ausgemalt hat. Deswegen liebe ich den so sehr. Und mein zweites Lieblingsprodukt ist das hier. Und zwar ist das Gimme Brow. Das ist ein Gel, mit dem man die Augenbrauen fixieren kann, aber das hat auch ein kleines bisschen Farbe drin. Also wenn ihr zum Beispiel keine Zeit habt, eure Augenbrauen auszufüllen, könnt ihr damit auch nochmal feine Lücken auffüllen. Perfekt für ein bisschen faulere Tage oder für ein leichtes Make-up finde ich das ganz, ganz spitze. Und wie ich die beiden jetzt kombiniere, zeige ich euch. Ich packe mir jetzt mal kurz eine Haarklammer hier rein, damit mir nicht ständig die Haare vor die Augenbrauen fallen, weil ihr sollt ja sehen, was ich hier fabriziere. Meine Augenbrauen haben jetzt im Moment nichts dran und ihr seht, die sind ein kleines bisschen dunkel. Ich habe die nämlich vor ein bisschen mehr als einem Jahr mal microbladen lassen. Das ist nicht mehr alles da, aber was halt super geholfen hat, war, dass ich dadurch die perfekte Form gefunden habe. Ich zupfe meine Augenbrauen jetzt ganz normal mit einer Pinzette und ein Trick, wie ihr wisst, dass ihr die perfekte Form habt, ist, ihr müsst euch ein bisschen an Auge und Nase orientieren. Ich zeige euch das jetzt mal, wenn ich meine Augenbraue anmale. Ich nehme immer zuerst, bevor ich irgendwas mit dem Stift mache, noch einmal diesen Spoolie, also diese kleine Bürste und kämme meine Augenbraue durch, einfach nur um zum Beispiel Puderreste oder Make-up-Reste aus den Augenbrauen wegzumachen, weil das kann mal passieren, dass man mit dem Pinsel oder mit dem Schwämmchen da drauf gekommen ist und ich finde das einfach nicht so schön. Und dann habt ihr auch schon ein bisschen die in Form gelegt und wisst, wo ihr nachzeichnen müsst. Und dann holen wir uns eben diese super feine Spitze von dem Precisely My Brow Pencil und meine Schritte sind wie folgt. Ich gehe immer erst am unteren Kranz entlang, also zeichne mir quasi meinen Bogen nach und dann mache ich das oben und fülle mir die Härchen aus. Wenn ihr nicht genau wisst, wie weit nach vorne eben die Augenbraue gehen soll, dann legt ihr euch zum Beispiel eben den hier an die Nasenecke und an die Innenseite eures Auges und dann seht ihr schon, bei mir ist das eigentlich nahezu perfekt. Also ich müsste jetzt quasi hier ansetzen, um anzufangen, meine Augenbraue zu zeichnen und dann fahre ich einfach hier einmal entlang und den unteren Bogen nach. So würde es dann jetzt aussehen. Also ihr seht schon, ich habe einfach eine kleine dunkle Linie hier unten auf der Seite. Dasselbe wiederhole ich jetzt oben drüber, also einfach parallel dazu. Nur setze ich nicht ganz vorne an, weil ich finde, das wirkt ein bisschen unnatürlich, sondern ich setze da an, wo meine Haare selbst auch ein bisschen dichter sind. Also einfach so einen halben Zentimeter weiter hinten, ne? Und ziehe dann parallel dazu auch hier wieder einen Bogen nach. Ihr seht, hier habe ich eine kleine Lücke, wo keine Haare wachsen. Das kann ich dann nachher wunderbar mit diesem Pinsel hier ausfüllen. Aber so sieht es aus. Hinterkante auch wieder dasselbe Spiel. Ihr könnt den Stift oder einen anderen Stift an der Nasenecke anlegen und am äußeren Auge. Und dann seht ihr, bis wohin eure Augenbraue gehen soll. Also ich muss meine vielleicht einen ganz kleinen Tacken verlängern, aber wirklich nur minimal.
Und dann ist der erste Schritt auch schon fertig. Und dann geht es einfach nur noch ans Ausfüllen. Das finde ich persönlich den einfachsten Teil. Also das Nachfahren könnte vielleicht noch ein bisschen schwieriger sein. Finde ich auch nicht schwer, aber könnte sein, dass man da ein bisschen Probleme hat, weil man da eben die perfekte Form kriegen muss. Aber das Ausfüllen ist wirklich super easy. Ihr habt ja so einen dünnen Stift, mit dem ihr ganz feine einzelne Haare malen könnt. Und wenn ihr da eben weniger aufdrückt, ist auch weniger Farbabrieb da. Wenn ihr fester drückt, ist es ein bisschen intensiver. Und dann setzt ihr den einfach an der Unterkante an und zeichnet einzelne Haare. Und ich mache das immer in Haarwuchsrichtung. Meine Haare hier vorne wachsen ein bisschen nach oben und die anderen eben so geschwungen. Man kann auch von oben runter zeichnen. Aber eigentlich ist es nichts anderes, außer einfach zu versuchen, feine Haare in die kleinen Lücken einzuzeichnen. Und das wäre es jetzt für die eine Seite bei mir schon gewesen. Ich lasse vorne das immer ein bisschen natürlicher, also ich mache das nicht so blockig, sondern einfach nur ein paar Durcheinanderhaare. Und dann gehe ich nochmal mit der Bürste durch, um das eben einfach so ein kleines bisschen weicher zu machen, kämme ich quasi die Farbe nochmal ein klein wenig aus und fertig ist meine Augenbraue. Da sieht man nämlich jetzt auch den Unterschied. Ich habe zwar sehr dunkle Augenbrauen, aber eben fehlen mir bei manchen Stellen ein paar Härchen oder da sind kleine Lücken da, die eben nicht mehr so dunkel sind. Und ich finde das hier einfach schöner. Es ist intensiv, es ist trotzdem sehr natürlich. Man kann es noch dramatischer machen, wenn man einfach ein bisschen fester aufdrückt oder eben noch ein paar mehr Haare einzeichnet. Aber so mache ich das wirklich jeden Tag. Das geht mega, mega schnell und ich finde einfach, Augenbrauen sind der Rahmen des Gesichtes. Ich sage das ganz, ganz oft, aber ich finde, der ganze Blick wirkt offener und freundlicher und man wirkt einfach wacher und ich finde Augenbrauen unwahrscheinlich wichtig. Ich mache jetzt noch fix meine zweite Seite, damit ihr das auch sehen könnt. Also ich nehme den wieder, gehe wieder hier unten an die Kante, zeichne mir wieder hier unten meinen Bogen nach. Das geht jetzt alles ein bisschen schneller, weil ich nicht mehr so viel erklären muss. So, dann kontrolliere ich natürlich auch noch einmal meine hintere Kante. Das mache ich im Alltag nicht, weil ich weiß, wie lang meine Augenbrauen sein müssen. Aber ihr seht, hier wachsen meine Haare ein kleines bisschen länger. Da ist es dann nicht mehr so. Dann auch wieder hier ungefähr einen halben Zentimeter rein. Mache ich auch wieder parallel dazu die Linie an der Augenbraue. Und dann nehme ich wieder den Stift und male mir die einzelnen Härchen noch. Okay, zweite Seite fertig gemalt. Dann nehme ich wieder meine kleine Bürste und gehe da noch einmal durch, damit eben das alles noch mal ein bisschen weicher ist und sich die Farbe ein klein wenig verteilt. Und dann sieht man, die Form ist jetzt schon perfekt. Was ich jetzt super, super gerne mache, vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel einen langen Drehtag habe oder wenn ich noch irgendwo ausgehe oder auch so, wenn ich mal abends essen gehe, dann mache ich mir eben noch dieses Fixierungsgel drauf, also dieses Gimme Brow Plus, weil da noch ein bisschen Farbe mit drin ist. Falls ihr dann irgendwelche Lückchen vergessen hättet, wären die noch aufgefüllt. Also ich gehe auch hier einfach mit der kleinen Bürste in die Augenbraue rein. Ich kämme immer hier vorne nach oben, weil ich das einfach ein bisschen natürlicher finde. Und dann kämme ich mit dem Schwung, also dann kämme ich hier meine Haare nach hinten. Und dann könnt ihr auch erkennen, dass die Haare einfach ein bisschen dunkler sind. Und ich finde, dadurch wirkt es nochmal ein bisschen natürlicher, weil die Haarstruktur besser zur Geltung kommt. Auf der anderen Seite dasselbe. Also ich kämme einfach wieder die Haare nach oben und hier mit dem Schwung. Und fertig sind meine beiden Augenbrauen. Und ich finde, die sind sich sehr, sehr ähnlich. Ihr wisst ja, Augenbrauen sind nie komplett gleich. Deswegen macht euch da keine Sorgen, wenn das nicht so ist. Aber wenn ihr die schön gezupft habt oder schön in Form gebracht habt, ein bisschen nachfahrt oder vielleicht ein bisschen mit einem Gel fixiert, dann sieht das einfach nochmal ein bisschen wacher und frischer aus. Und das war schon das ganze Geheimnis. Also das sind die zwei Schritte, die ich jeden Tag mache. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Glamour reinhaben möchtet oder ein Make-up macht, habe ich noch ein kleines Produkt, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist das der Highbrow Glow Stift. Das ist eigentlich nichts anderes wie so ein bisschen Glitzer-Highlight, das man aber direkt unter die Augenbrauenkante ansetzen kann. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal, damit ihr seht, wie das aussieht. Das mache ich aber eigentlich tatsächlich nur, wenn ich zum Beispiel ausgehe und ein bisschen meine Augenbraue noch hervorheben möchte. Und zwar setzt ihr das auch, ich mache es nicht ganz vorne, weil das finde ich ein bisschen unnatürlich, aber auch wieder so einen halben Zentimeter weiter in der Braue an und dann fahrt ihr quasi die Unterkante der Augenbraue nach und dann seht ihr schon, das ist ein super schöner, eben gehighlighteter Effekt, also es ist ein bisschen Glitzer und ich verblende das Ganze noch meistens entweder mit dem Finger oder mit dem Pinsel, also ich wische das quasi einfach so ein bisschen nach unten aus, dann habt ihr so eine Art Lidschatten-Effekt, nur dass ihr eben ganz präzise mit diesem Stift an die Augenbraue drankommt.
Und dann sieht es einfach noch mal ein bisschen sauberer aus, das Ganze. So, fertig. Seht ihr den Unterschied? Also wir haben jetzt einfach noch mal so ein kleines Highlight drunter gesetzt. Ich mache mal die andere Seite mit dem Finger, damit ihr das noch sehen könnt. Finde ich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wenn man einfach noch mal ein bisschen was Besonderes haben möchte. So, ich wische das jetzt einfach noch mal mit dem Finger ein bisschen hier runter, damit es ein bisschen eine ausgeweichtere Kante habt. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt noch ein kleines Augenbrauen-Highlight. Und das ist tatsächlich auch schon alles, was ich für meine Augenbrauen mache. Ich finde, die sehen klasse aus. Ich finde, sie passen wunderbar zu meinem Gesicht. Da kann man natürlich an Form und Farben machen, was man möchte. Ich benutze übrigens bei dem Precisely My Brow die Farbe 3,5. Ich finde, die passt sehr, sehr gut. Und ich hoffe, euch hat gefallen, das mal zu sehen, wie ich das so mache. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das jederzeit kostenlos machen. Dann seid ihr beim nächsten Video dabei und ich freue mich auf euch. Ciao!